Hi ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie ich die Geburtstagstorte meiner Tochter gemacht habe. Die hatte nämlich Anfang des Monats Geburtstag und ich habe ihr eine süße Regenbogentorte gemacht. Die ist dieses Jahr leider etwas kleiner ausgefallen, denn es war mitten im Lockdown und da konnte ich jetzt keine Riesentorte machen, die hatte keiner gegessen. Aber falls ihr die größer machen wollt, ich setze euch mal einen Link in die Infobox, hier unten drunter ist die Infobox und da kommt ihr auf eine Seite mit einer Umrechnungstabelle, da könnt ihr dann die Springform umrechnen und auch die Crememasse, wenn ihr die Größe haben wollt. Gut, außerdem habe ich keinen Fondant diesmal verwendet, ich habe hauptsächlich mit Smarties dekoriert und eine deutsche Buttercreme eingefärbt und dadurch ist die auch nicht so zeitaufwendig geworden. Gut, ich würde sagen, wir starten direkt. Ich zeige euch als erstes, wie ich die Böden gemacht habe und dann sehen wir uns später nochmal. Für den Teig lasst ihr als erstes die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker und dem Salz für etwa 5 bis 7 Minuten richtig schön weißschaumig aufschlagen. Jetzt gebt ihr das Öl und die Milch dazu und lasst das auf kleiner Stufe kurz verrühren. Nun werden die trockenen Zutaten zugegeben, die gebe ich durch ein Sieb, also das Mehl, das Vanillepuddingpulver, die Speisestärke und auch das Backpulver. Das siebt ihr einmal rein und hebt das Ganze dann von Hand eben unter. Ihr rührt so lange, bis ich alles gut verbunden habe. Das könnt ihr durchaus auch mit der Maschine machen. Ich mache das halt gerne von Hand. Und wenn ihr dann soweit seid und sich alles gut verbunden hat, gebt ihr die bunten Streusel dazu. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die nicht fettlöslich sind. Also das sind jetzt hier die von Dr. Oetker gewesen und die sind dafür super geeignet. Und die rührt ihr einmal kurz unter, füllt das dann in eure Form. Ich habe hier eine 18er gewählt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Und die schlage ich einmal mit Backpapier ein. Dazu nehme ich immer Alufolie noch zusätzlich, denn ich habe immer das Problem, dass mein Backpapier sich also aufgeht und durch die Alufolie hält das einfach viel besser zusammen. Ja, das mache ich mit beiden meiner Backrahmen. Ich backe in zwei Backrahmen, das rate ich euch auch, denn die wird sonst viel zu hoch und würde viel zu lange brauchen, bis die fertig gebacken ist. Deswegen nimm zwei Backrahmen, teilt die Masse einmal auf, dann habe ich die einmal glatt gestrichen und an den Seiten drücke ich die immer ein bisschen hoch, damit die einfach schon mal besser hochklettern kann, wenn die in den Ofen kommt. Und dann wird das Ganze gebacken. Nach dem Backen die Stäbchenprobe nicht vergessen, mit einem Holzspieß einfach in den Kuchen stechen, am besten in der Mitte. Und wenn nichts dran kleben bleibt, ist der fertig. Ich löse den auch direkt mit einem glatten Messer von meinem Backrahmen, denn ich wollte einfach, dass der schnell auskühlt. Ihr könnt ihn auch erst auskühlen lassen und dann lösen, das ist ganz egal. Für die Buttercreme habe ich einen Pudding gekocht, den habe ich einen Tag vorher aufgekocht. Wie das geht, seht ihr auf der Packungsanleitung. Ich habe hier von Dr. Oetker auch den Vanillepudding-Geschmack genommen und da steht alles drauf. Ich habe nur die Zuckermenge geändert und nach dem Aufkochen wird der Ganze mit Frischhaltefolie abgedeckt, damit er keine Haut bildet. Und dann habe ich den über Nacht abkühlen lassen und auch die Butter habe ich über Nacht aus dem Kühlschrank rausgelegt, somit hatte der Pudding und auch die Butter am nächsten Tag dieselbe Temperatur. Das ist ganz wichtig bei der Buttercreme. Am nächsten Tag habe ich dann die Butter genommen und richtig weißschaumig aufgeschlagen. Je länger, desto besser. Zwischendurch auch ruhig mal den Rand abkratzen, damit sich wirklich die komplette Butter richtig schön aufschlägt. Wenn die Butter soweit ist, gebt ihr mit einem Löffel nach und nach den Pudding dazu. Rührt auf jeden Fall nicht zu stark, also unter langsamem Rühren wird der Pudding untergehoben und sobald der komplette Pudding drin ist, rührt auch nicht mehr zu lange, denn sonst wird die Buttercreme krisselig. Ja, wenn dann alles drin ist, nochmal kurz verrühren und dann ist die Buttercreme auch schon fertig.
Bevor ihr die Buttercreme jetzt einfärbt, gebt ihr etwas davon auf Seite. Das brauchen wir zum Schluss für die Tupfen. Wundert euch bitte nicht über meine Buttercrememenge, die ist viel größer wie eure, weil ich die doppelte Menge gemacht habe. Das habe ich nur aus dem Grund gemacht, weil ich hatte noch Cupcakes gemacht und wollte nicht zweimal die Buttercreme machen. Also eure Menge müsste jetzt so groß sein wie meine Menge, die ich gerade blau einfärbe. Ich habe eine blaue Lebensmittelfarbe gewählt, eine Pastenfarbe, das empfehle ich euch auch, denn flüssige Farben würden die Konsistenz der Buttercreme verändern. Deswegen auf jeden Fall eine Pastenfarbe wählen. Dann habe ich die etwas so hellblau eingefärbt und habe so lange gerührt, bis sich alles gut vermischt hat. Jetzt sind die Böden an der Reihe, die sind ja mittlerweile kalt, die hatte ich einen Tag vorher hergestellt zusammen mit der Buttercreme und die schneide ich mir jetzt zurecht, erstmal oben die Kuppel ein bisschen gerade ab und dann schneide ich erstmal am Rand entlang, da wo ich quasi durchschneiden möchte, markiere mir die Stelle und schneide dann unter mehrmaligem Drehen durch die Mitte, so kriegt ihr richtig glatte und gleichmäßige Böden hin. Das mache ich mit beiden Böden, somit hatte ich dann zum Ende 4 Böden raus. Als nächstes wird die Torte gefüllt. Ich habe etwas der Buttercreme auf meine Tortenplatte gegeben, dann den ersten Boden drauf. Dann nehme ich außerdem immer gerne Marmelade, um das Ganze ein bisschen fruchtiger zu machen. In diesem Fall war es jetzt Erdbeermarmelade. Damit habe ich den Boden etwas bestrichen, habe dann einen Tortenring drumherum gegeben und dann die erste Füllung drauf gegeben. Da hatte meine Kamera nicht mehr mit gefilmt. Ich habe die Buttercreme in einen Spritzbeutel gefüllt, damit könnt ihr das viel besser portionieren quasi und habt gleich große Schichten. Also empfehle ich euch nur, ihr könnt auch zum Beispiel einen Gefrierbeutel nehmen. Geht auch wunderbar damit. Und damit spritze ich mir jetzt eine Schicht der Buttercreme auf und das mache ich dann mit jeder Schicht etwas Erdbeermarmelade, Buttercreme, wieder einen Boden, bis ich oben angekommen bin. Und auch der letzte Boden hat etwas Erdbeermarmelade abbekommen und den kippe ich jetzt einmal verkehrt herum drauf. Das ist quasi der Boden von einem Boden. Den nehme ich immer als Abschluss, denn somit habt ihr schon richtig glatte Kanten. Das Ganze war jetzt für mindestens eine Stunde im Kühlschrank und die Buttercreme ist hart, aber noch so weich, dass ich ganz einfach den Rahmen abgezogen habe. Falls er bei euch zu hart sein sollte, könnt ihr das auch ganz leicht mit einem Messer außen lösen und dann den Tortenring lösen. Die komplette Torte wird jetzt noch mit Buttercreme bestrichen und mit einer Palette habe ich das einmal glatt abgezogen, beziehungsweise mit meiner Abziehpalette, wie nennt man das denn, mit meinem Spachtel, genau. Und dann ist sie nochmal in den Kühlschrank für eine halbe Stunde gewandert, bevor ich die letzte Schicht rumgegeben habe. Ja, die habe ich so lange eingeschmiert, bis ich zufrieden war, immer wieder mit meinem Spachtel glatt abgezogen und oben die Überschüsse von außen nach innen gezogen, somit habt ihr eine richtig schön glatte Kante. Dann kam wieder Streusel zum Einsatz, ich wollte die auch auf der Torte haben. Ich habe einmal oben ringsherum ein paar Streusel verteilt und unten habe ich auch welche am Rand verteilt. Jetzt kommt das Wichtigste, nämlich der Regenbogen. Den habe ich aus Smarties gelegt. Ich habe die vorher sortiert und lege mir jetzt den Regenbogen zurecht. Jetzt habe ich so noch kunterbunt ein paar Smarties verteilt. Ich habe eine 4 gebildet und auch so kamen noch ringsherum ein paar bunte Smarties.
Obendrauf kam jetzt noch Tupfen mit der hellen Creme. Die hatte ich mir zuvor auf Seite gegeben, bevor ich die blau eingefärbt hatte. Und damit setze ich jetzt 8 Tupfen oben auf die Torte. Und dann hatte ich noch so süße Zuckeraufleger. Die hatte ich irgendwann mal gekauft. Die sollten da auf jeden Fall auch noch drauf. Die habe ich jetzt noch drauf verteilt. Hier seht ihr die. Die gab es, glaube ich, bei Aldi mal. Ja, da könnt ihr natürlich auch andere nehmen, wenn ihr die nicht kriegt. Und die habe ich noch drauf verteilt. Und dann war die Torte auch schon fertig. Hier schneide ich das erste Stück noch für euch an, damit ihr natürlich sehen könnt, wie schön die Torte auch von innen aussah. So, die Torte war fertig und meine Tochter hat sich richtig gefreut. Also es muss nicht immer aufwendig sein mit Figürchen und weiß ich nicht was aus Fondant. Es geht auch einfach mal mit bunten Smarties. Hauptsache bunt, bei den Kindern kommt immer bunt gut an. Also vielleicht habe ich euch auf eine Idee gebracht. Dann macht es gerne mal nach. Wie gesagt, wenn ihr die Größe ändern wollt, dann schaut hier unten in die Infobox. Da habe ich euch den Link reingesetzt. Und ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen tollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!